Genie und Wahnsinn liegen ja bekanntlich nahe beieinander. Im Rhein-Main-Gebiet trennt sie nur der Kaiserlei. Wobei wir einmal dahingestellt lassen, welche Stadt das Genie und welche den Wahnsinn repräsentiert. Der spanische Historiker Vicente Such-Garcia hat die Beziehungen zwischen Offenbach und Frankfurt untersucht. Kultivierte Animositäten hieß der Vortrag über die nachbarschaftliche Rivalität, den Such-Garcia im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte hielt. Schön, dass ihr alle da sind. Eine kleine Warnung, es sind Anwesende aus beiden Städten. Mein Vorteil ist es, dass ich durch Geburt sozusagen nicht zur stammesgeschichtlichen Urbevölkerung zähle, weder die von Frankfurt noch die von Offenbach. Aber ich bin ein gelernter Frankfurter, das kann man sagen, aber gleichzeitig auch seit über 10 Jahren ein hart arbeitender Offenbacher. Ja, also insofern kenne ich beide Seiten, ich bin ein Grenzgänger. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich schon als Volksschüler 1971 ins Ledermuseum gehen wollte, um die dortige Indianerabteilung, weil mich das in dem Alter interessiert hat, zu sehen. Und mir fiel einfach auf, dass plötzlich die Rede war von einer Landesgrenze. Also ich bin mit der Straßenbahn, ja, mit der 16. Und als Spanier, als Gastarbeiterkind befürchtete ich, dass es jetzt so eine Zoll- und Passkontrolle gibt. Frankfurts größter Sohn, Johann Wolfgang von Goethe, ist 4-mal in Offenbach gewesen. Übrigens, 4-mal ist er in Offenbach gewesen und das sehr, sehr gerne. Unvergesslich ist für mich, ich wohne in Frankfurt in der Nähe vom Rothschildpark und ich kannte dort einen Obdachlosen. Und mit dem habe ich mich unterhalten und der sagte mir mal eines Tages, ja, ich habe alles verloren. Ich habe meine Arbeit verloren, meine Frau, meine Wohnung und jetzt hocke ich hier und bin dem Wetter ausgesetzt. Ja, und ich leide unter anderem auch deswegen, weil das Wetter ja in Offenbach gemacht wird, beim Deutschen Wetterdienst. Sie sehen ja sehr schön, dass die Tribüne, das ganze Gelände hier, das ist, und das erklärt so manche Offenbacher Niederlage, bis 1952 von der Frankfurter Firma Holzmann errichtet. Also das Verhältnis zwischen Frankfurt und Offenbach, das ist ja eigentlich keine Rivalität, sondern das ist ein Verhältnis von Frankfurter Seite Herablassung und von Offenbacher Seite von Minderwertigkeitsgefühl. Ja, so kann man das eigentlich beschreiben. Am Kaiserlei, da haben besorgte Offenbacher Bürger ihre motorisierten Leidensgenossen aus Frankfurter Sicht gewarnt. Und in der Tat war es wirklich so, dass die Mainuferstraße auf Frankfurter Seite weit weniger motoristisch gut ausgebaut wurde, wie die eigene Offenbacher Seite mit dem Kaiserlei-Gelände. Und solche Schilder wurden dann aufgestellt. Sie verlassen jetzt eine intakte Stadt, also eine intakte Automobilstadt ist damit gemeint. Gott schütze zunächst Ihr Auto.